Dup, 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 dup. Mikrofon funktioniert auch super. Ah, das ist auch ein Bild da. Ah, wunderbar. Kann man hier, ach, man kann ja auch klicken hier. Ach, guck. Ja, ist doch super. Ah, egal. So. Ob wir den. Ja, jetzt. Uns der Strategie. Ich habe das noch nicht ein einziges Mal gespielt. Ich habe mir das Video mal angeguckt. Kann man irgendwie so Punkte und dann Dings und Bahn und gegen Computer und sowas. Das ist alles nicht meins, das will ich alles nicht. Könnte man ja mal probieren. Aber ich habe da keine Ahnung, wie das funktioniert. Da die so einnehmen, da fahren, auf und sowas. Ich finde sowas einfach das, was ich hier. Aber sollen die Leute machen, haben sowas zu tun. Ich warte eigentlich auf Frontline. Meine Geländekunden, habe ich da schon was? Oh, Wahnsinn. Aber komm, dann machen wir den hier. Komm, mach ich mal fertig. Nicht, was das sein. Was ist das jetzt? So, jetzt aber hier ganz toll. So, jetzt könnt ihr was lernen. Folgen Sie den Empfehlungen, um alle Übungsziele zu treffen. Hör zu. Da soll man hier Panzer fahren für Dummies. Die Idee ist eigentlich ganz gut, dass man eine Karte so kennt und so weiter. Ich empfehle aber trotzdem jedem, der das Spiel ein bisschen intensiver betreiben möchte. Los geht's! Begeben Sie sich zur Markierung auf der Karte. Nehmt einen Clan. Sucht euch Leute, die davon Ahnung haben von dem Spiel, und dann geht das eigentlich ganz gut. Kann man euch so ein paar Sachen eben sagen, ist viel einfacher. Ja, da fährt man natürlich auch super hin. Lenkt er mich lang? Begeben Sie sich zur Feuerlinie. Ah, ja. Das ist also die Feuerlinie. Würde funktionieren da, wenn es keine Arti gäbe. Schauen wir doch mal. Feuer frei. Fahrzeug zu großen Teilen verdeckt ist, sind sie schwerer zu treffen. Das ist richtig. Sind sie schwerer zu treffen? Feuerstellung abgeschlossen. Super. Ja, yeah, ja, yeah. Was haben wir hier? Ja, 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 hier. Ja, der war schwach. Die Punkte abfahren, sonst geht das ja gar nicht. Erreichen Sie die Markierung für weitere Anweisungen. Ja, ist gut jetzt hier.
bin am Weg, ich bin am Weg. Aber. Ja, war. Zerstören Sie alle Ziele. Wir haben Sie böse erwischt. Ja, ja, ist klar. Alles dann typisch WOT. Hervorragend. Schießplatz abgeschlossen. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Es ist Ihre Aufgabe, alle Ziele zu zerstören. Erreichen Sie aber zuerst die Feuerlinie. Sie befinden sich auf der Feuerlinie. Zerstören Sie die Ziele. Wir gingen voll durch Ihre Panzerung. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Zeit hinzugefügt. Oh, es ist langweilig. Begeben Sie sich zur Feuerlinie. Eigentlich schon Runde A, die Spiele. Feuer frei. Wirkungstreffer. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Jetzt bekomme ich was. Ich habe was gewonnen jetzt. Was habe ich jetzt gewonnen? Erfahrung oder was? Bitte gehen Sie weg. Ja. Keine Ahnung. Macht jetzt. Ah. Ah ja, guck es dir an. 20.000. 60, 90, 120.000 Silber, wenn man es verkauft. Jawohl. Jetzt bin ich irgendwie erfahrener Richtschütze. Oh, sieh an. Schickes Ding. Oh, Wahnsinn. Kann noch alle machen. Die muss man ja auch noch machen. Wie hat man denn da rum? Da bist du ja Stunden mit beschäftigt mit der Scheiße. Ja, hab ich keinen Bock. Nee. So, so. Zufallsgefechte. Was machen wir denn da? Schauen wir mal. Was haben wir? Ab 6er macht Sinn. Party können wir ja auch machen. Was drin? Ich habe Bock, wieder eine Runde Arti zu spielen. Ich mag es eigentlich nicht, aber... auf 30% spielen. Ach du Scheiße. Was haben die eigentlich hier für... Das habe ich noch nicht geguckt. Was haben die? Tarnung nach dem Feuern? Geschwindigkeit plus Karma. Streuung bei Bewegung unterleisten. Streuung bei Bewegung macht keinen Sinn. Streuung bei Wandendrehung. Streuung bei Geschützrichtung. Nimmt man da... Oh, das weiß ich. Aber so weit bin ich noch gar nicht. Was haben wir denn? 9er, 9er, 10er, 9er, 10er. Die restlichen sind alle über. GB Tiger. Volt 68. Da müssen wir wieder Karten bannen, ne? Mal Garage. Stehen nicht oder was, Mann? Ah ja, so. Dann müsste man ins Gebannen. Ja, bei Arti auch keine Lust. Ach komm, müssen wir da erstmal eine Runde Arti spielen. Das ist langweilig. Ah komm, aber... Himmel des Dorf, meine Karte. Eigentlich ist es schwachsinnig. So, hauen wir aber trotzdem was rein, als was wir kriegen können. Mit.
So, wunderbar. Habe ich das, was habe ich falsch gemacht? Bin eigentlich kein Arti-Fan, aber ja, ja gut. So, ein bisschen weiter weg, damit es nicht ganz so laut ist. Könnt ihr mich auch alle hören, ja? Aber was macht man da für eine Beendung? Vielleicht mit meisten Erfahrung erst. Sagen Sie so. Naja, mal, Alter, wie soll ich das denn machen? Geht doch mal weg. Guck mal, das. So, so sind wir hier. Ah ja, ich hab mit dem neuen Computer noch gar keine Art gespielt. Vielleicht geht es ja auch besser. Mach ich damit hin. Dahin, dahin, dahin. Besten da in die Ecke. Kann ich die Straße unterschieden. Los geht's. 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 Ich sehe es schon kommen, dass ich die Arschkarte habe. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Das wäre dann so. Das Arti-Mod oder so. Wo ist das richtig? Weiß ich auch, warum die alle hier hinfahren. Ach, da kann man da so schräg reinschießen. Ah, okay. Wie gesagt, ich bin kein derartiger Spieler. Ist immer irgendwie Position. Da gibt es echt Leute, die können das echt viel, viel, viel besser wie ich. Umschalten hier. Das ist mir alles suspekt. Da habe ich echt Glück.
er es nicht genommen. Dem Ding rüber. Oh, sag mal, Panzer. Zu null, super. Schauen wir mal. Haben Sie? Ah, nee, ah, nee. I tried to outspot get it. Schauen wir mal. Los geht's. Ich will jetzt nicht umschwenken, aber eigentlich sollte hier doch was sichtbar sein. Gehen würde, war gut. Der aber nicht. Nicht dran.
kleine Gang drauf, die große Gang drauf. Ich weiß es nicht. Naja, der muss weg. Da drehen und dann versuchen abzuhauen. Auf. Ich kann da nichts machen. Ihr müsst da schon irgendwas mal gucken. Sechs. Jetzt werde ich vor ihm, weil ich den Geso erwische. Geht die ganze Zeit hier rum. Der Schlaue verpisst er sich. Oh, der war böse. Ja, das gebe ich zu. Der ist, Fahne Geso da mit 700. Boah. Das war nicht nett. Da ab. Voll den Treffer. Treffe ich den eigentlich nicht. Was verlierst du? Gegen die Torte. Möchte ich jetzt schon sagen. Das muss wehtun. Da muss doch mal raus, das Vieh. Ah, haben wir den auch mitgenommen? Ja. Janmark auf den Sieg. Auch okay. Aber 1,73. 25% haben wir schon. Weiter. Eine schöne so Karte mit Hetemess.
Super. Was macht man hier, liebes Wargaming-Team, was macht man hier mit einer Arti? Ich weiß nicht, was soll ich hier mit einer Arti irgendwie... Ich kann die Kanäle runterschießen. Weil sonst ist das nichts irgendwie, wo ich sagen kann, so, pass auf, bin aktiv dabei. So, wo willst du denn hin? Mein Gott, ja, hallo, Holzmichel. Aber wird das schon Bescheid. Hier stehen schon zwei, drei Tanks stehen rum. Jetzt fahren sie los. War noch auf Toilette oder so. Das ist so eine Scheiße. Ach, der nimmt die Mitte ab. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Schön die Mitte abnehmen. Auf die Projectos dann da. Ja, okay. Das ist natürlich... auf die Idee bin ich schon gar nicht gekommen. Wer ist das denn? Der LP. Boah, Megaspot. Muss man ihn lassen. Was geht denn hier? Da will ich opfern oder davor hat, keine Ahnung. Heute. Char rennt hier durch, Motorrad. Mann, ich schieße noch auf Schienen. Das ist der S. Kann ich auf den... Der Berg im Weg. Ne? Scheiße.
Keine Ahnung, ob ich hier wo wie ich schießen kann. Die Packpanzer. Das war knapp. Oh, 90 Schaden macht man dann. Ja, man schießt schon mal. Ja, überlebe ich aber. Das war nichts, Leute. Das ist nix. Alles kacke. Aber jetzt kann man hier was ausstatten. Mal gucken. Weltmodifikation. Steigern Sie die Stufe. Neunigen. Oh, jetzt kann man was machen. Motorleistung oder Streuung bei Bewegung. Dann nehme ich doch das. Von Setup. War ich schon, ne? Ein Gefecht gewinnen, dann habe ich 4 von 4. Dann sagt er, sind sie toll. Toller Held. Sagt er, super. Schön. Machen Sie mit. Finden Sie es toll. Schick Ding. Aber so ist es. Ein schön liegt mit von Tom Clark im Tank. Kann man auch Arti fahren. Wenn die ganze Welle ein Zuschauer ist, der jetzt die ganze Mich selbst. Hallo? Ich winke mir mal zu. Hallo? Hallo? Ach so, ja, den Modus geht ja dann. Nee, das verstehe ich auch nicht. Ich möchte die Karte nicht haben, ja, nur in diesem Modus. Wir kriegen das leider nicht so programmiert, dass das in allen Modis so ist. Ach so. Do you remember? Keine Ahnung, was man hier overaimen kann auf der Karte. Hat den Modus ausschalten sollen. Da überhaupt. Das ist überhaupt mit der Kanone. Ja. Das geht.
Teil auf der Karte ist im Arsch. Da ist wieder die falsche Position. Ich weiß es nicht. Bin nirgendwo hin. Irgendwo hin. Wieder zurück. Garde sieht das gar nicht. Sieht man, wie dämlich der ist. Keine Ahnung, wo ich hier hinfahren muss mit dem Panzer. Steht man denn hier? Kann mir einer sagen, wie man mit dem Panzer hier hinfahren muss. Nehmen wir gleich mal kurz AFK. Ich muss mir gleich irgendwas machen. Okay. Keine Chance. Ich weiß nicht, auf wen ich da schieße. Weg, genau. Keine Ahnung, wo man hier hinschießen kann. Das ist ein Schrott, ey. Keine Ahnung. Da unten nicht hin, da kommen die doch ruckzuck, sind die doch da. Komm ich doch gar nicht dran da hinten. Da kommt man nicht dran. Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ballern sie wieder irgendwie rum. Keine Ahnung. Ich guck, vielleicht kann ich die Arti noch rausnehmen.
getroffen? Schaden durch Treffer 900? Nee. Da stimmt irgendwas mit der Anzeige nicht. Aber was zeigt er denn an? Schaden durch Treffer 900. Verstehe ich da nicht. Ja, egal. So. Mal kurz eben Pause machen.
Oh, da bin ich wieder. Ah, erstmal die Waschmaschine anstellen. Timer setzen. Okay, Google. Setze den Timer auf 2,5 Stunden. Zack, und schon ist der Timer gesetzt. So ist das heutzutage, meine Damen und Herren. So, meine E-Zigarette runtergefallen. Mein Drip-Tip mir abgebrochen. Na, super. Ah, egal. So, wir waren hier ganz bei diesem wunderbaren Panzerfahren hier. Ah, die Scheiße. Himmeldreck. Schauen wir mal, komm. Wegen. Oh, Highway ist okay. Highway ist doch, kann man doch. Doch. Magic Seite. Ich kann euch nur einem empfehlen, für die, die den Stream vielleicht mal irgendwann mal sehen. 60 FPS ist okay, kann man spielen. Hab mehr als auf 144 umgebaut. Ich kann sogar 165. Übertrieben, braucht man nicht. Spielt nicht unter 144. Das ist so ein anderes Spielen. Ist alles smoother, weicher. Man muss nicht warten. Ich kann es nur jedem empfehlen, auf 144 zu spielen. Also investiert ein bisschen in der Grafikkarte. Holt euch einen 144 Hertz Monitor. Die kosten auch nicht mehr die Welt. Und ich habe einen 32 Zoll, aber 29 geht auch. Reicht vollkommen aus. 144 Hertz ist der Knaller. Es ist so, mein Sohn sagt es schon die ganze Zeit. Wow. Unglaublich, was für ein riesen Unterschied das ist. So. Davor waren. Es ist so ein smoothes Spielen. Ich hoffe ja auch, dass ich warte ja eigentlich auf Frontline. Dafür habe ich die ganze Scheiße mir eigentlich geholt, damit ich mit Frontline mal wieder spielen kann, ohne dass da rumgrabbelt und ruckelt und so weiter. Ich hoffe, dass ich an Frontline auch mit 144 Hertz spielen kann. Da freue ich mich eigentlich schon drauf. Das ist eigentlich, warum ich die ganze Investition getätigt habe. Und eine ganze Menge an Kohle. Wir haben sie böse erwischt. So, Emil, Schnauze voll. Einer auf den Leo. Zack, raus die Scheiße. So sieht's aus. Umschwenken auf Stadt. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Da ist der Leo. Ah, der wird in Deckung fahren, muss ich. Wird sehen, der wird aufgehen. 1000 Schaden hat er schon. Da in der Stadt mal abgeht. Das war knapp. Rufen nicht vergessen, ne? In der Contra-Arti. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen können.
Wenn es aufmacht, dann kann man gucken. Er hat uns 100 pro droppen lassen. Ja, dieses Abwarten hier ist allzu passiv. Das lohnt sich hier eigentlich gar nicht. Schwenk um. Ja, nichts mehr. Na klar, fährst du vor. So. Das Ganze doch langsamer. Jetzt braucht er nur einmal schießen. Okay, haben wir noch hingekriegt. Haben wir es noch hinbekommen? Ja, kommt noch eine Runde. Also ich stelle immer wieder fest. Die fahren kann man mal machen. Früher war es auch lustig, wo wir mit zwei, drei Leuten oder mit drei Leuten dann irgendwie hier die Lef-Arty und sowas, das konnte man mal machen. Schön bis den Abend ein bisschen rumdaddeln und so. Aber sonst ist Arty fahren echt.
Auch noch nie erlebt. Angriff. Auch ganz neu. Verteidigung, mal gucken, was denn hier rüber? Oh, Emma. Ah, okay. Das kann ich das darüber geben. Aha, man verschanzt sich also da. Also ich kenne den Modus so den noch gar nicht. Also den Modus schon ist mir bekannt, aber das hier im das angreifen muss, das kenne ich nicht. Noch nie gespielt. Aber okay. Was Neues. Da ist unter Kontrolle. ISM. Jawohl, der war weg. Ja, schön. Stirb doch einfach. Ach Mann. War schon nicht einfach. Knacken sowas. Die Neuner, die Top-Tees sich gut positionieren. Das muss wehtun. Voll. Wenn ich diese Karte sehe mit der Wärme, muss ich auch an meinen Kumpel denken und an heiße Samstagnachmittage. Wo wir da in dem geturnt sind, in dem Typ, der Sand verkauft, den Sanddünen. Weiß nicht, hat irgendwas. Komm, der ist unverschämt. Der M4 den jetzt retten oder was? Ey, du bist auch so ein selten dummes Vieh M4, oder? Wie willst du den denn retten? Stehen 7000 Heavys. Was soll das? Oh, hier hat irgendwas geschossen.
Ihr Remember. Wenn wir jetzt hier noch kurz den Stream unterbrechen, damit ich dann eben zwei Teile habe. Dann brauche ich eigentlich so dolle Schneiden und so. Einmal kurz Start, Stopp machen. Schon habe ich dann ja zwei Teile. Dann kann ich noch ein bisschen anderen Panzer fahren. Noch einen Abend, um auf 30% Gunmarkt zu kommen. Also, scheiße. Scheiße. Hätte man dann voll einnehmen können. Ich immer. Nicht aimen. Raus. Sorry, Scorpion, für den Stun. Aber dadurch konnte er sich nicht mehr drehen. Damit hat es dann überlebt. Tut mir leid, dass ich da treffen musste, aber das war nicht böse meint, sondern ich wollte einfach, dass du da dann die Möglichkeit, dass er sich nicht mehr zu dir drehen kann, nicht rausnimmt. Zack. Jawohl. 28,46. Ach komm, da kriegen wir noch voll das Ding, oder? Komm. Schöne Karte. Da haben wir 30%. Ja, schön. Danke. Zehner gefällt. Schön, 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 schön. Kannst recht hier stehen bleiben. Er trägt an so einen Munitreffer. Irgendwo, es geht gar nicht mit der AT, ne? Das eigentlich? Tae? Geht, glaube ich, gar nicht. Hey, wo sind wir? Da sind wir. Das man kann nicht drauf schießen. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht. Fahren Alter hoch und ich kann nicht drauf. Welchen Panzer kann man denn da drauf? Scheiße. Weiter weg, näher ran. Ich weiß das nicht. Das ist so grausam.
jetzt hier drauf schießen. Irgendwas ist da im Weg, was nicht geht, was er sagt, nö, dürfen sie nicht. Rein kann man schießen. Geht ja keiner. Ah, so lang funktioniert das eben, ne? Oh, ist die Sache gegessen. Bleibt da stehen. Er hat aber gut gemacht. Oder so kein Turm. Muss noch auslaufen und noch artige Spiele. Pass auf, Leute. Ach, sitzen ist immer noch zu anstrengend auf Dauer. Zwei, der knallt die da richtig weg. Der Kran war nicht gewonnen. Habt ihr ihn nicht? Aus. Kommt doch im Panzerwagen, der Light, und killt die ihn sie. Ah jo, okay, klar. Macht er den Schutz ab, fährt ran, nimmt. Ja, okay, verständlich. Yabuki von Buff. Der hat mich zerstört. Aber was soll man da machen? Wenn Yabuki von Buff kommt, dann hat man echt schon keine Chance mehr. Weil bei Yabuki von Buff. Das ist alles vorbei hier. BN8 von Jenseits von Gut und Böse. 85% Winrate, aber gut. Gar nichts. Ah, die fahren ist einfach scheiße.
Wie Tiger. 6.645. Ist auch nicht schlimm. So, ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Ich mal die Tage, vielleicht morgen mal was länger streamen kann, so um 6 schon. 3-4 Stunden. Lustig, wenn man ein paar Leute finden würde. Eine Streaming-Gesellschaft aufbauen, aber anderes Thema. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen uns, wenn dann morgen, wieder in diesem Theater. Schöne gute Nacht.